Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Grüßt euch. Volle Mannschaft heute. Nein, der Sebastian fehlt noch, aber der kommt auch gleich. Dann kann ich schief gehen. Genau. Dann erstmal herzlich willkommen hier aus dem Leica Store in Nürnberg. Wir sind heute oben in der Galerie, wie man gut erkennen kann. Und es geht heute um Blitzen ohne Blitz sozusagen. Also um feste Beleuchtung, was es da heutzutage alles gibt und was man damit machen kann, wie man die Geräte steuert. Das zeigen wir euch heute alles und wir haben auch einen Stargast heute, nämlich den Andreas von der Firma Kaiser, der zu den Systemen dann auch gerne noch Fragen beantwortet und euch alles dazu erklären kann. Und ich stehe absichtlich am Licht, dass man meine Falten nicht so sieht. Genau. Ja, das ist überbelichtet. Ja, das passt. Genau. Also ich gehe mal zur Technik. Unterbelichtet wäre schlecht. Die Jungs machen das hier. Ich mache euch mal groß. Wir wollen das aber ein bisschen geschmeidig halten. Also nicht so technisch affin, sondern eher anwendertechnisch. Was jeder damit machen kann, wie er sie nutzen kann, was er damit fotografieren kann. Und ein bisschen von der Bauart der Geräte, von welchem Material das sind, wie die Stecker sind, was halt wirklich hervorzuheben ist, weil das eine gute Qualität ist, die auch schon 30 Jahre auf dem Markt besteht. Und wenn jemand 30 Jahre lang den Markt innehat mit, dann kann er ja nur gut sein. Ja. Darf man doch so sagen, ne? 30 Jahre, so alt bin ich nicht einmal. Ja, okay. Jawohl. Gut. Fangen wir direkt an. Hm? Ja. Gib ich dir mal das Wort. Ja, was habt ihr denn jetzt hier für Systeme? Erzähl dir mal drüber was. Also wir haben hier zum einen mal das Forza-System. Die gibt es dann Tageslicht mit 5600 Kelvin oder dann auch mit Bicolor. Da kann man die Farbtemperatur dann einstellen. Von 2,7 bis 6,5 liegen die dann. Genau, und die fangen bei 60 Watt an, den Forza 60 und 60B, dann gibt es den 150er, dann den 200er, dann 300, 500 und als neuesten jetzt den 720. Also das sind die großen Geräte, die hier... Also 720 ist sogar für Autofotografie geeignet, wenn du zwei Stück in den Himmel strahlst, also Himmel meine ich mit einer 4x3 Meter großen Diffusionsfolie oben als Decke, und du knallst da mit zwei 720er rein, hast du schon mal den Raum schattenfrei hell. Ja. Genau. Und jetzt haben wir dann auch noch kleinere Geräte. Genau. Ja, die Einsatzgebiete sind ja wirklich komplett flächendeckend abgedeckt. Ich gehe jetzt mal rüber. Nimm einfach mal so eine Stablampe in die Hand. Der Chris steuert jetzt mal mit dem Handy an. Er kann jetzt die komplette Stablampe mit dem Handy bedienen. Anscheinend? Ja. Entweder in der Farbtemperatur oder in den Effekten, in den Modis. Mit der kann man natürlich auch richtig coole Produktfotos machen, dass man sie als Kantenlicht setzt, dass man als Hintergrundeffektlicht setzt in verschiedenen Farben. Du kannst Art Strip Lights draus machen, dass du, wenn du auch Personen machst, die gibt es ja auch länger, die gibt es in drei verschiedenen Längen. Und damit kannst du Effektlichter setzen oder Akzentlichter an den Schulterpartien, wie man halt ein klassisches Striplight setzt. Du kannst auch diese, was ja sehr in ist, diese Langzeitbelichtungen machen, wo du das Teil drehst und hast dann diese Spirallichter, was ja sehr hip ist, gerade in der heutigen Jugend. Die machen ja gern so Effekte in ihren TikTok-Sachen und in den Videos. Die ist gesteuert wird das Ganze per App. Per App oder händisch an den Display, hat auch einen USB-C-Anschluss, wo es auch geladen wird. Und du kannst jetzt alles übers Handy steuern oder hier händisch direkt in den Modus reingehen, kannst die Kelvin verändern, kannst die Farben verändern, kannst die Modis verändern. Und die hält auch sehr lange, habe ich festgestellt. Natürlich, wenn es sie auf 100% lässt, nimmt sie schneller ab, ist ja wohl klar. Aber das ist so ein kleines immer dabei. Eyecatcher, mit der kannst du auch, wie der Ross das macht, mit Langzeitbelichtung, Licht malen.
Und der setzt es dann in verschiedenen Ebenen in Photoshop zusammen, macht jetzt eine untere Lichtkante, eine seitliche Lichtkante, oben eine Lichtkante und dann fügt er diese Ebenen zusammen und hat dieses Light Brush, was man früher auch sehr häufig verwendet hat in den 80ern schon. Also es ist eine schnuffige kleine Sache, wo es aber wie gesagt auch in drei Größen gibt. Bis ein Andreas, glaube 1,10 Meter oder was ist die größte? 2,20 Meter. Okay. Das ist die kleine 6er, die habe ich hier auch im Bild. Ja. Was ich dazu sagen möchte, ist, die ist unwahrscheinlich praktisch. Ich habe das Ding im Auto drin als Notbeleuchtung. Die kann Blaulicht simulieren, die kann Tageslicht in der Karte zu lesen oder im Auto mal ein bisschen Licht zu haben. Das ist cool mit dem Blaulicht simulieren. Ja, komm auch mal. Kann ich auch mit aufnehmen, wenn ich mal Pilze fotografiere und von unten dann auch Licht reinbringen will. Ja. Genau, jetzt blinkt sie bei euch. Ja. Und das Schöne ist auch, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, die ist magnetisch. Die hat hier an den Kanten, kann ich die an metallenen Flächen, an den Türrahmen, der aus Metall besteht, hinhängen. Bloß Alu da. Ich habe Stativgelände, ich kann die auf ein Stativ stellen. Und die ist extrem klein, kompakt und macht eine unwahrscheinliche Helligkeit. Und die ist das sogenannte Parvo-Tube. Diese Bauform, das ist jetzt die kleine mit 6 Zoll, die ist so 25 cm lang, die gibt es aber auch mit 60 cm, 1,10 Meter und 2,30 Meter. Schaffe ich nur. Richtig langes Effektlicht oder Kantenlicht, wofür man die Lampen auch immer einsetzen möchte. Was auch schnuffig ist, die kannst du dann mit der Schlaufe an ein Geigenstativ zum Beispiel anhängen und hast eine Art Striplight. Du kannst sie aber auch in einer Kunststoffhalterung vertikal auf ein Stativ setzen, dass er wie eine Bühne draufsteht und fest verankert ist. Also man kann sie wirklich für alles Mögliche einsetzen. Car-Fotografie, die Autofotografie mit der langen Lampe an den, wie heißt am das? Am Boden vom Auto, Untergrund. Am Untergrund, du hast eine saubere Beleuchtung und du hast einen ziemlich starken Winkel, was du ausstrahlst. Ja, gute Sache. Habt ihr die Kanten gemerkt von der Leuchte an den Endstücken? Die sind dazu da, dass das Ding jetzt nicht vom Tisch kullert. Genau. Der wusste ja auch magnetisch ist, so kannst du sie ja auch hinstellen. Genau. Und ganz, ganz wichtig ist auch, es gibt für die Leuchte eine Unterwasserhülle. Dann ist die wasserdicht, ich kann die bei Regen und Strom und Tannenbaum hängen. Ich habe auch ein Partylicht, wenn es mehr geht. Also die ist sehr, sehr universell und praktisch. Und ich möchte es nochmal aufgreifen mit dem Auto, was ich nicht verkehrt finde. Gerade wenn du auch einen Unfall hast oder was, die legst du hinten in die Heckscheibe rein. Die legst du in die Kamera schauen. Ah, hi, ihr seid schon da. Die legst du hinten in die Heckscheibe rein und dann hast du auch wirklich ein Sicherheitsnotlicht. Das ist jetzt zwar zweckentfremdet, aber das Ding ist genial eigentlich. Ist dafür Betriebszeit drauf? Von der Akkuleistung? Meinst du von der Akkuleistung her, wie lange sie... Ja, das interessiert mich jetzt, die Akkuleistung und die Lampe. Wie lange brennt die? Andreas? Die Leuchte. Mach du? Na, mach du. Also die Leuchte hat circa 1 bis 1,5 Stunden Betriebszeit bei voller Leistung. Voller Leistung. Hängt natürlich auch von der Historie des Akkus ab, aber so im Schnitt Stunde 15 plus minus kann die problemlos bei 100% leuchten. Wenn ich wieder runter bin, habe ich auch 4-5 Stunden Licht, wenn ich nicht die volle Helligkeit benötige. Ich habe die morgens in der Küche, wenn ich nicht die Deckenbeleuchtung einschalten will, habe ich nur ein kleines Licht bei 1-2%, reicht völlig aus, um damit stundenlang arbeiten zu können. Danke. Und ist es unabhängig von den Modis, was du einschaltest? Sind die Modis stromfressender, die Effekt-Blitz-Modis oder was? Oder ist es das Gleiche, wie wenn das Licht dauermäßig auf 5600 Kelvin 100% läuft? Davon ist es gerechnet. Das, was am meisten Strom frisst, ist wirklich die normale weiße oder Dauerbeleuchtung. Die Blitzeffekte oder Leuchteffekte, die da noch mit drinnen sind, die kann ja eine kaputte Glühbirne simulieren. Ja. Die kann Schweißen, Lagerfeuer, ein Fernseher, ein Wohnzimmer kann die simulieren. Dann braucht die weniger Strom. Ja. Also ihr kann seht... Kann man sie puffern? Bitte? Kann man sie puffern? Ja, ihr könnt die über eine Powerbank enthalten.
völlig problemlos. Zum Beispiel über sowas, das ist eine Volume extra, das sieht man schlecht. Bei einfach, dir, das ist blöd. Ja, die verschwindet im Hintergrund bei dir, Johannes. Genau. Aber du kannst, wie gesagt, eine Powerbank anschließen und kannst die unendlich nutzen. Genau. Und nicht problemlos. Ja. Und die Lampe lässt sich ja wie alle Lampen, auch die großen, die ihr rechts seht, wo hier der 90er Schirm drauf ist, die lassen sich über die App steuern und das zeigen wir euch jetzt einmal. Ich gehe mal rüber auf die App. Ich halte sie jetzt mal am Ding, dass ihr seht, dass ich die nicht anfasse. Sonst habe ich kein Bild auf der App. Jetzt. Jetzt? Ja. Genau. Und dann kann man jetzt hier reingehen. Kann man mich splitten, noch seitlich mit hinsetzen? Nee, ne? Ja, also man kann hier die Effekte einstellen. Man kann es natürlich auch Farbtemperatur bloß einstellen. Dann die Farbtemperatur, die Helligkeit verändern. Und dann auch HSI-Mode mit Farben. Kann man dann auch die... den Farbton und die Sättigung. Sieht man auch alles schön direkt in der App. Also die gleiche Farbe, wenn man jetzt kurz umschaltet. Achso, ich muss das jetzt vorstellen, dann schalte ich auch mal um. Dann haben wir jetzt hier die gleichen Farben, wo wir in der App einstellen. Ja. Das macht mich jugendlicher. Ja, darum habe ich jetzt da mal in den Fokus gedrängt. Jetzt kommt die Polizei mit Blaulicht. Ja. 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 Händigen Sie mir Ihren Geldbeutel aus. Also das ist wirklich komplett steuerbar. Auch in den Modis umschaltbar, nicht nur in der Farbtemperatur oder in der Helligkeit von der Lampe. Saubere Geschichte, muss ich schon sagen. Du kannst ja richtig coole Sachen machen, wenn du da 5-6 Stück in dem Raum verteilst. Und die kannst du ja einzeln ansteuern in Gruppen und kannst dir dadurch richtige Effekte in ein kurzes Werbevideo reinknallen. Wenn du einen Hip-Hop-Tänzer da vorne auf eine Bühne stellst, machst du da 5-6 solche Strahlen in verschiedene Farben, Blitze und dann ein wenig eine Nebelmaschine noch dazu. Hast du ein komplettes Filmset, was du normalerweise früher mit riesen Equipment aufgebaut hättest, mit 5-6 solche Lampen. Also... Und man kann ja dann auch verschiedene von diesen, ich brauche ja nicht nur einen Farben, nimm gleich mal was anderes noch mit, Andreas. Die gibt es ja in verschiedensten Größen, Formen, Farben. Ja, und die kann ich dann alle gleichzeitig auch über die App steuern. Genau. Das heißt, ich kann theoretisch ein ganzes Film- oder Fotoset dann direkt über die App steuern. Unverhüterlich, das weicher wird das Licht. Könnt ihr sogar die IAS drauf angucken? Ja, das haben wir auch schon probiert. Das kannst du ja dimmen, fährst das so weit runter, bis das Dia perfekt ist und kannst abfotografieren. Dann hast du das Ding erst in der Hosentasche. Wenn du jetzt zu deinen Bekannten, Eltern fährst oder was, und du nimmst das Ding mit, legst am Tisch und du hast die Dias, was sie gern digitalisiert haben wollen, durchziehen, ohne einen Aufbau, ohne irgendwas. Und die gibt es natürlich in x verschiedene Größen. Ja, seht ihr jetzt mal das Display. Kann man auch die ganzen Modis ändern, auch die Farbtemperatur wieder einstellen, hell, dunkel. Und es zeigt auch die restlich verbleibende Akkuleistung. Und es errechnet auch, wie lange bei den verschiedenen Prozenten, also bei den verschiedenen Helligkeitsstufen, der Akku hält. Und ihr seht die Carbon-Optik, die ist so nice. Diese ganze Carbon-Optik hat unwahrscheinlich viel Wertigkeitsausstrahlung, weil das einfach gut gemacht ist. Und wenn du es auch in die Hand nimmst, du merkst eine richtige Stabilität. Das ist nicht bloß so ein kleiner Kunststoffblock, sondern das ist richtig wertig gemacht. Und du merkst auch, wenn du die Knöpfe betätigst, dass die ganz sauber einrasten und einklicken. Es ist also nichts rumgespielt oder was. Es ist wirklich sehr gut bearbeitet und ding, ja, ding. Die gibt es natürlich wirklich in verschiedenen Anwendungsbereichen, in Größen. Wenn du zwei so Panels
als Hintergrundscherenlicht sitzt. Du sollst in die Kamera schauen, nicht auf den Bildschirm. Ich sehe mich doch ganz gut. Okay. Ihr könnt wirklich damit so vielseitig arbeiten und könnt mit den Lichtern auch durch Diffusionsfolien durchscheuchen, dass das Licht noch weicher verteilt. Wenn ich da zwei, drei Stück aufeinander stelle und mache zweimal einen Meter Diffusionsfolie mit so einem Halter davor, habe ich ein komplettes Lichtsetup für Ganzkörperaufnahmen mit drei so kleinen Teilen. Die kannst du natürlich hinten auch mit zwei Akkus bestücken, dann bist du ja komplett unabhängig vom Stromnetz. Du kannst sie aber auch über Stromkabel betreiben, wenn du im Studio arbeitest und mit Dauerlicht, kannst du die ja den ganzen Tag laufen lassen. Und die waren auch nicht so heiß. Nein, mein LED war der allgemein nicht so heiß, dafür ist es ja so hervorragend. Und was wir nicht vergessen dürfen zu erwähnen, ist die Farbtreue mit dem CRI-Wert von 95 bis 98 CRI. Und da hast du überhaupt kein Farbspiel mehr, wie man es früher hatte, wenn die unter... Die waren früher 83, 87 und die guten hatten dann schon 93 und es ist immer noch nicht das Wahre. Aber ab 95 bis 97 siehst du eh so gut wie keinen messbaren Unterschied mehr. Messbar vielleicht schon, aber nicht mehr fürs Auge. Und wenn der Kunde sowas bräuchte, das, jeder hat einen anderen Wiedergabemonitor, andere Kalibrierung auf seinem Monitor, kannst du ja heute gar nicht mehr machen. Und für die Druckvorstufe kann ich das in der Kamera Wert aufnehmen und das abgeben, aber das braucht man heute fast nicht mehr. Die gibt es ja, Andreas, sind bis zu welcher Größe? Da gibt es, glaube ich, noch ein größeres, ne? Das ist jetzt die Mix. Das ist, ja, die 27C. Genau. Mhm. Die gibt es entweder als Lumipad, ihr habt jetzt beide die kleine und die große Variante, ja. Die Mixpad, die hat jetzt die Option, dass ich einmal ein diffuses, blendfreies Licht habe, ideal für Porträtaufnahmen oder Interview oder auch Produktfotografie. Ich kann die aber auch umschalten auf direktes Licht, dann kommen die LEDs vorne auf der Fläche zu tragen. Dann habe ich ein direktes Licht und habe eine höhere Helligkeit bei einem etwas schmäleren Winkel. Das ist dann zum Beispiel einer Hochzeit, wenn ich das Brautpaar oder Porträtaufnahmen, Interviews mache, dann kann ich mit dem diffusen Licht arbeiten, das ist blendfrei. Wenn ich aber in einer größeren Entfernung weiter hinten noch ein bisschen Licht brauche, schalte ich um auf dieses direkte Licht und habe hinten raus 4-5 Meter nochmal Reserven. Ich kann auch Farbe mitmachen, die Leuchteneffekte zum Beispiel. Ich kann ein blaues Haarlicht setzen, ich kann zusätzlich nochmal ein Gesicht von hinten oder auf dem Produkt eine farbige Kante einspiegeln, wie auch immer. Also die ist sehr universell. Die gibt es auch noch als neue Leuchte, beziehungsweise als noch professionellere Leuchte, als Mix-Panel-Leuchte, die ist dann nochmal größer und stärker und wird dann auch, aber auch schon über V-Mount-Akkus betrieben, weil die große Leuchte schon so viel Strom braucht, ja, dass die normalen kleinen Akkus hinten gar nicht mehr groß die Power bringen können. Man hat ja auch gesehen, wenn er es jetzt anmacht, was für homogene Lichtverteilung die hat. Obwohl das ja einzelne Punkte sind, die verteilen sich aber durch die Anordnung der Waben, ich sage jetzt mal Waben, auch durch diese logische Ausleuchtung, hast du keine heiß, so Spots. Wenn ich jetzt. Du siehst, dass du keine Ausbrenner hast. Das liegt daran, dass das Licht unwahrscheinlich homogen verteilt ist. Sonst hättest du so Glanzspiegelungen auf den Handoberflächen. Und das ist halt von der logischen Antwort, also Anordnung der, ich sag jetzt mal, Kügelchen. Ich habe auch so ein Switch mal kurz rein. Die Leuchte hat die LEDs im Rahmen, hinter dem Rahmen verbaut und strahlt nach innen rein. So habe ich ein ganz großes Licht. Wenn ihr mal hinten ganz kurz auf den Hauptschalter draufdrückt, dann schaltet die um auf das direkte Licht oder auf die Farbe oder die Effekte. Das sind jetzt die Effekte. Ja. Nochmal drücken, dann könnt ihr durchswitchen. Jetzt sind wir auf dem harten Licht. Genau. Und jetzt bin ich blind. Das ist jetzt richtig heftig und aggressiv, wenn ich auf große Distanz noch nicht brauche. Jetzt ist nur länger mal geschaut in den Mund. Nochmal draufdrücken, dann haben wir das weiche, diffuse Licht. Das ist das Mixpad, oder? Genau. Ja. Gibt es als kleines für auf die Kamera drauf
oder für das große als Stativleuchte. Die wird gern genommen, wenn jemand schnell unterwegs Interviews machen will, ja, mit Akku. Die kommt in der Aktentasche rein, kleines Stativ, wird aufgebaut und der kann gleich rauslegen. Und jetzt, wie viel Lumen macht das? Oh, das ist jetzt eine ganz fiese Frage. Das hängt jetzt davon ab, ob ich das gefuselt habe oder das direkt gerichtet habe. Ja, da verändert sich die Lichtstärke. Genau. Findet man das in den Spezifikationen? Ja, ich gehe mal grob drauf ein. Wenn ihr bei uns auf die Seite geht, www.kaiser-phototechnik.de und dann oben auf Prospekte geht, dann haben wir unsere ganzen Spiegel, die sind ein bisschen unscharf. Da könnt ihr diesen Katalog runterladen als PDF. Er hat 5 Megabyte. Da sind momentan fast alle Leuchten drin, sind jetzt die letzten Tage noch ein paar neue Leuchten dazugekommen. Da sind die wichtigsten technischen Daten drinnen. Es ist aber auch ein QR-Code drin. Damit komme ich auch auf die eigentliche Webseite, weil da haben wir minutiös aufgelistet alles, Lux, Lumen, CRI, Gewicht, Sendauer und alle technischen Daten, die wir in der Broschüre nicht unterfinden. Und da grätsche ich jetzt auch nochmal rein. Das ist sehr, sehr speziell, wenn man das dann wirklich braucht, was man da an Lumenwerte und so hat. Eigentlich sind die für alle Zwecke, was wir fotografisch machen, auch Johannes, alles, was wir überhaupt fotografieren, ist in jedem Panel, in jeder Lichtleuchte da drin. Wir können alles realisieren. Wenn das dann so stark reingeht, ist es dann zum Beispiel, ich schaue ab und zu so rüber, weil ich rede ja mit euch und drum bin ich da immer so am Switchen. Wenn ich jetzt zum Beispiel... Heute rendert man ja viel in der Fotografie. Früher war das so, da habe ich mit einem digitalen Rückteil gearbeitet, mit dem CCD-Sensor. Da hast du schönere, bessere Farben auch gehabt. Wenn du jetzt Kleidungsstücke für Kunden, wo auf die Farbe natürlich Wert legen, so soll es auch gedruckt werden, machst du ein ICC-Profil, stellst es mit einem kalibrierten Monitor ein, dann muss deine Lichtquelle auch das hergeben. Und das hat man halt dann geblitzt. Oder mit HMI-Licht gefahren früher im Studio. Und das hat sich jetzt alles geschmälert und reduziert auf diese LED. Nicht alles, aber ich sage jetzt ganz salopp, 80% in der Fotografie kannst du heute abdecken mit der Qualität der heutigen LED-Lichter. Ich habe mir vor 10 Jahren so eine... Da ging das nicht. Mit dem richtigen Licht, also mit, was ist das für Lichtfarbe, 4-3 oder so. Und... Das hat damals richtig viel Geld gekostet, wenn ich mir sowas anschaue. Ja. 480 Euro oder was das kostet. Ich habe, das ist der Wahnsinn. Ja. Ich habe vor 30 Jahren, wo ich da an der Fotografie in einem Studio begonnen habe, da haben wir Farbfolien gehabt und haben diese CC-Folien oder von Sinar unsere Farbfolien drauf, um das Licht zu steuern auf der Seite, wo wir hinwollen. Und das machst du ja heute mit einem Drehknopf. Da haben wir die Folien geschnitten, haben sie vor unsere Flügeltore geknallt und das war halt richtig Aufwand. Und das ist dir heute alles genommen. Du machst es heute perfekt mit diesen Lampen und steuerst es an. Wenn du es genauer machen willst, dann nimmst du halt einen Kolormeter, misst es nochmal genau raus und tust deine Kelvin, deinen Weißabgleich drauf einstellen, machst es auf einer Farbkarte, tust die danach eineichen in deinem Rechner. Das kannst du mit dem genauso machen, dein Workflow, dass du auf den Punkt kommst, wo du hin möchtest. Aber, da ist jetzt dein Spezialwissen weg, ne? Naja, du lebst trotzdem noch ein bisschen davon, weil ich möchte ja auch schon, du machst dir ja auch Gedanken, was du tun willst mit dem Bild. Wo soll die Reise hingehen? Und dann denke ich schon noch wie früher und stelle es aber dann einfach farblich dann hier ein. Oder das, was ich mir jetzt vorstelle, wie der Akzent, wie das Bild sein soll oder wie das Ambiente sein soll vom Hintergrund, die Ausleuchtung, da eine Farbkante in Blau oder vielleicht da unten ein bisschen diffuseres Licht. Aber das macht mir das halt alles leicht. Und was noch ist, es macht es kompakt. Wenn ich mir alleine, das ist mein, da bin ich ganz heiß auf den, das ist der 60er Forza Nunlight 60B. Das Ding ist absolut gigantisch klein. Gigantisch aus dem Grund, weil das früher habe ich so eine Kiste gehabt, wo ich zwei Lampen drin gehabt habe. Und die haben ja die Leistung gehabt von dem. Das ist Wahnsinn. Und da kannst du ja da drauf von Nunlight diesen Projektionsvorsatz setzen.
Da kannst du GoPros reinstecken, du kannst ausgeschnittene Sterne oder Effekte aufs Objekt oder auf den Hintergrund projizieren. Den kannst du auch mit dem 150er noch projizieren, wenn der 60er zu schwach wäre, weil du ein größeres Setup hast, nimmst halt den 150er dafür. Das Ganze, wenn du schon siehst, wie sich das anbindet ans System, auch wenn ich es löse, da wackelt nichts, da spielt nichts, das ist wirklich perfekt dran. Und ich habe das System auch noch von einer anderen Firma, das wollen wir jetzt nicht sagen, und die ist ja auch gut, die hat auch ihre Daseinsberechtigung, aber das passt halt alles zusammen. Egal, was ich nutze davon, ich packe das da drauf. Da gibt es auch einen Adapter, dass man die Bones-Bajonette ansetzen kann. Da braucht man dann noch einen Adapter, weil der kleiner ist. Der hat ein kleineres Bajonett als die Forza 200, 300, 500, 720. Die haben standardmäßig das Bones-Bajonett. Und bei dem kleinen muss ich halt eine Adaption schaffen, wenn ich andere Vorsätze verwenden möchte. Gut durchdachtes System. Und das ist so hammerklein. Ich weiß noch früher von, oh, ich sag's lieber nicht, der war, hat 20 Kilo gehabt und war dreimal so groß und hat nichts anderes gemacht wie das Ding. Aber das ist halt die Zeit, um Gottes Willen. Es geht alles weiter und wird technisch verbessert, verkleinert. Das war halt, war früher gar nicht so möglich, so klein zu bauen. Da hat man ganz andere Kästen gehabt. Und der ist auch steuerbar, komplett über die App. Du kannst das ganze Ding verändern. Noch zu erwähnen sind deine Filter, ich sage jetzt mal Buddel da. Damit kannst du Schlitze machen, zum Beispiel horizontal oder vertikale, in verschiedenen Breiten Lichtakzente, wo du durchschickst. Dass du irgendwo an der Wand vielleicht nur so eine Tür simulierst, wo leicht offen ist und ein Licht reinschickt. Und du kannst auch kleine Viereckchen machen und kannst partiell in der Produktfotografie, exakt wenn er jetzt den Logo-Button packt, nimm dir mal den Logo-Button und jetzt du deine Filterpedal nach innen schieben. Er kann das Ding so einstellen, dass ich nur den kleinen Bereich, das geht natürlich jetzt noch ein Abstand, wenn ich weiter weggehe oder wenn ich näher rangehe, verändere ich ja auch nochmal die Perspektive und den Winkel und die Größe, was ich mache. Ich kann das auch weicher machen. Ich kann jetzt das Licht, jetzt ist eh zu hell, müsste es das ein wenig runterschrauben. Und Leica ist da oben. Du kannst die Komplementärfarbe draufstrahlen oder irgendwas. Und da kann ich jetzt, das ist ja Spielerei früher gewesen, das habe ich mit Spiegel umgelenkt, dass ich da mit dem Licht das Licht da geführt habe in diesen kleinen Bereich rein, wo ich das Licht haben möchte. Und das ist, man, das hat es früher schon gegeben mit diesem Pedal, da gibt es eine Irisblende auch, da kannst du einen runden, kleinen Punkt setzen, den kannst du größer und kleiner machen. Also ihr seht, das ist unwahrscheinlich ein breites Portfolio, was die anbieten, die Firma Nunlight. Und ich wiederhole es noch einmal, 30 Jahre auf dem Markt. Das musste ich ehrlich gesagt bis heute nicht, dass sie schon so lange da sind. Und das wären sie nicht, wenn sie einen Schrott bauen. Das ist aber alles der LED-Technologie geschuldet. Und hätte man die nicht, würden wir ja auch andere Leistungen haben und andere Kühlkörper für ja, die Leuchten und so weiter. Und dadurch wird es halt auch kleiner und schnuckeliger. Ich hatte mal eine ganz kleine Phase vor 25 Jahren oder 23 Jahren, da haben wir Halogen. Da war die Studie innerhalb von einer Stunde so warm, da hast du gemeint, du bist im Hochsommer, auch im Winter. Weil du hast ja 10 Halogenlampen mit 500 Watt gehabt, da hast du die Finger verbrannt, wenn du bloß die Scheunentore bewegt hast. Ich kann mich noch erinnern, du hast ja Scheunentore an den Strahlern gehabt und du hast einen Engstrahler draus gemacht. Fass mal die Bleche an, wenn da zwei Minuten lang der 500 Watt Halogenstrahler geleuchtet hat. Da sind die Fingerpappen blieben an dem Blech. Das sind alles Dinge, wo es heute nicht mehr gibt. Bin ja dankbar drüber, aber es hat früher auch funktioniert. Wir haben unser Bild auch abgegeben, aber halt mit viel, viel mehr Aufwand, was du heute hast. Und das ist der Punkt. Du entschleunigst, du hast mehr Zeit für andere Dinge, für Kreativität, weil du dich nicht mehr so stark um die Technik kümmern musst. Die stellst du drauf, stellst sie ein, nimmst das Handy, machst es heller, steckst das Handy wieder ein, fertig. Es war ein wenig erschreckend, aber es ist halt so. Erschreckend meine ich, dass es schon sehr technisch alles ist. Aber Andreas, ganz kurz, ich grätsche mal nochmal rein. Wegen den Anschlüssen, die kleinen Forza 60 und die 150er Serie, die haben so einen kleinen
Bajonettanschluss. Im Lieferumfang ist der Adapter für die großen oder die normalen Rollensanschlüsse mit enthalten. Das heißt, genau, das meine wenn ich. Jemand eine große Bogger hat, die unter Umständen oder die einfach den großen oder das große Bajonett genau. hat, es besorgt sich jemand unterwegs so eine kleine 16er oder eine 150er, weil die einfach verpackter ist. Da ist im Kit der Adapter mit dabei, dass man genau. die normalen. Das meinte ich ja auch vorhin. Das meinte ich auch vorhin, dass man den dann umbauen kann, weil der von Haus auf, man, der ist, ich glaube, der Projektionsaufsatz ist genau für den gemacht. Ne? Der ist ja auch nur für genau. den und den 150er gemacht. Aber du kannst ja dein System genauso verwenden mit deinem kompletten Bones-Anschlussset, was halt da ist. Genau das ist es auch. Aber da freue ich mich schon, wenn der Andreas mir so einen schickt. Ja, wunderbares Teil. Nein, ich habe mir das heute schon überlegt, für so ein kleines Setup, 260er, ein 200er oder ein 300er Forza, eine Softbox Parabolik, mehr brauchst du nicht. Und was der Chris jetzt in der Hand hat, das ist, ja, wenn du jetzt zum Beispiel in Hawaii wohnst, könntest du damit auch paddeln. Der hat auch diese Scheunentore, sage ich jetzt mal, wo du ganz eng das Licht führen kannst. Wir haben jetzt auch die Möglichkeit, das übers Netz oder über einen Akku zu betreiben. Mit dem arbeiten Chris und ich eigentlich seit einem guten Jahr fast. Mhm. Wir machen die ganzen Produktfotos mit anfänglich mit, nur mit den drei Stück, als Kopflicht, als Auffälllicht und als Hauptlicht, wo wir dann in der Lichtstärke verändern, im Effekt noch verändern. Jetzt sind wir ein bisschen umgestiegen, wir haben uns, weil uns der Andreas freundlicherweise das zur Verfügung gestellt hat, mal durchzutesten auf Gedeih und Verderb. Wir haben das wirklich durchgetestet. Und das hält es auch aus. Und wir arbeiten jetzt klassisch mit zwei Softboxen, die in 45 Grad links und rechts ausgestrahlt sind. Wir machen die Produkte für eine Internetplattform. Da müssen wir jetzt nicht unbedingt Beleuchtungseffekte setzen. Wir können es aber mit denen. Und wir erlauben uns es, wenn wir die Zeit haben, das auch ein bisschen auszunutzen. Erstens möchte ich auch unseren Lehrling dahin führen, dass er ein bisschen Einfallswinkel, Ausfallswinkel, wo führt das Licht hin, wenn ich es da drehe, wenn ich ein Blatt Papier noch mit hinlege und von unten noch mein Licht rausschicke, was macht das Ganze? Und darum bin ich dankbar darüber, dass wir das haben. Und der Chef gibt uns auch die Zeit, wenn wir sie kurz haben, die Luft, dass wir das auch den Lehrlingen beibringen, auch wenn wir kein Fotostudio sind. Aber wir verkaufen Fotoapparate und wir nehmen das schon ernst, dass man das von der Pike auf lernt und dass unsere Lehrlinge auch rausgehen später in die Welt und sagen, ich weiß auch, wie man Produkt fotografiert, ich weiß, wie man Licht führt, was Licht ist und wo ich das, den Akzent damit hinsetzen kann. Und darum sind wir für solche Dinge dankbar. Wenn man das früher mit, wie der Chef ist Fotografenmeister, der hat mit ganz anderen Dingen Licht geführt, da müsste man denen Lehrlinge wochenlange Lehrgänge geben, dass sie überhaupt damit zurechtkommen. An einen Generator hinzulangen, wo ein Haufen Strom rauskommt, wenn du den Stecker ziehst und den falsch ziehst, haut es die Birne durch, das waren ganz andere Schwierigkeiten. Das hat man ja aber auch gelernt. Und mit dem kannst du es wirklich jedem erklären, weil das selbsterklärend ist. Und die ganzen verschiedenen Aufsätze, was da gibt, von Striplight, von quadratischen Boxen, von Octaboxen, von Spot-Aufsätzen, von Normalreflektoren. Und jetzt kommt was ganz Cooles, von einer Fresnel, und Fresnel-Aufsatz und extrem hochwertig mit Glas, Scheunentore. Es ist ein bisschen ein Monster, ich gebe es zu, aber du kannst deine Lichtausbeute aus dem nochmal, Andreas, bestimmt 30%, ne, wenn ich das Licht bündle. Ja, sogar ein bisschen mehr. No. Du kannst hier. Vom Faktor ab, wie weit es rausgedreht wird. Genau, und wie weit jetzt natürlich auch dein Abstand zum Objekt ist oder zum Hintergrund ist. Ich kann hier ein ganz hartes Licht fahren, ich kann ein gezieltes Licht fahren, ich kann das Licht auch durch eine Opallampe schicken, durch Opalfolie schicken. Es gab früher von, die habe ich selber noch, die nehme ich selber noch, Opalfolien in 1,50 Meter mal 10 Meter. Da mache ich mir wie so Vorhänge, stelle hinten das Licht durch und schicke es durch. Dann mache ich noch einen zweiten oder einen dritten hin und umso mehr, wie ich mache, umso weicher wird es. Weil das ist ja eine sehr harte Lichtquelle. Aber ich kann die Lichtquelle breiter und schmäler machen und kann mit der eigentlich unwahrscheinlich viel tun.
wenn ich eine große Fläche ausleuchten muss. Das brauche ich natürlich nicht, wenn ich ein Zippo-Feuerzeug fotografiere für mein eBay. Da brauche ich die nicht. Aber Filmsets früher, wo wir dann hohen Licht von oben nach unten geführt haben, um so Akzente zu setzen, ein hartes Licht zu führen, aber für Schwarz-Weiß-Fotografie sind die ideal. Allerdings, ganz ehrlich, das ist was fürs Studio. Das ist schon ein Monster, das nimmst du nicht unbedingt irgendwo mit. Wie der Andreas gesagt hat, mal im Wald und macht mal Bildfotos. Da kommt der Jäger wahrscheinlich und sagt, der Förster und sagt, was du mit dem Ding da machst. Aber ihr seht, das Nonlight-Portfolio ist unwahrscheinlich groß. No, Andreas, jetzt habt ihr ja hier... Welcher? Du. Ah. Jetzt habt ihr hier so einen schönen Aufbau gemacht. Sollen wir mal unser Mädel da hochholen? Ja, genau. Und dass wir jetzt nochmal zeigen, wie das ist. Der Chris geht immer hinter die Kamera. Also das ist im Prinzip... Über Licht führen ein bisschen. Ja. Der erklärt euch jetzt im Prinzip, der Andreas, wie man jetzt mal bei einer Porträtaufnahme Licht führt. Und die Jungs konnten sich auch nicht darauf vorbereiten. Und damit die Effekte richtig sind, also auch für uns ist es eine Premiere, die Jungs haben es vorher nicht getestet, ich habe es vorher nicht getestet, probiere ich erstmal in dem Raum das Licht auszuschalten, weil wir sind ja in der Galerie und dass ihr dann seht, was man mit den einzelnen Beleuchtungen machen kann. Auch wir müssen uns da ein bisschen rantesten, also das wird nicht ganz pannenfrei ablaufen. Ich hoffe jetzt auch, dass wenn ich das Licht abschalte, die Steckdose erwischt. Ja, also wenn ihr jetzt dann mal alle schnell weg seid, dann müsst ihr in 5 Minuten nochmal reinkommen. Aber wir probieren es nochmal. Ja. Wir machen das klassisch, wie es der Chef jetzt gerade sagt. Und zwar, wenn das Licht aus ist, führen wir jede einzelne Lichtquelle dahin, wo wir sie hinwollen. Dass wir zum Beispiel mit dem Aufhörlicht anfangen und sagen, wir setzen jetzt hier eine Kante, dann machen wir es wieder aus. Dann nehmen wir das Hauptlicht, setzen das Hauptlicht, machen es wieder aus. Dann setzen wir ein Akzentlicht, ein Kopflicht eventuell noch und dann schalten wir alle zu und machen unser Bild. Und so arbeitet man sich eigentlich an das Foto heran, weil wenn ich jetzt die alle anmache, ist alles hell. Und ich weiß ja nicht, das möchte ich vielleicht ein wenig runterdimmen, das soll ja nur ein kleines Aufhelllicht sein, was wir hier nur, wo man noch einen Schatten belässt, dass das Bild nicht komplett tot ausgeleuchtet ist. Wir machen ja kein Passbild. Und können wir uns ja mal, seht ihr mal, wie man das dann hindimmen kann und hinführen kann. Mach ich mal schnell das Licht aus. Wir haben jetzt nicht hier so die Möglichkeit, die ganzen Lichtführungen so zu testen, dass man sagt, wenn das Objekt oder das Model in dem Moment näher am Hintergrund ist und die Lichtquelle näher ans Model geht, geht auch mehr Licht auf dem Hintergrund. Das geht jetzt hier nicht, weil da haben wir ja die ganzen Bilderrahmen, die Gläser reflektieren. Also auf sowas legen wir jetzt keinen Wert mit Abstand Objekt zum Hintergrund, aber wir nehmen den Abstand vom Licht zum Objekt, dass man das wenigstens sieht und den Hintergrund lassen wir außen vor. Gut. Ich würde jetzt sogar anfangen, dass wir hinten ein Kantenlicht setzen. Also du setzt hinten ein Licht. Genau, jetzt sieht man es. Mach mal, ich probiere mal das andere. Lass das mal an, sonst sieht man nichts. Ja. Aber den brauchen wir natürlich nicht laufen lassen. Darf das Polizeilicht jetzt wollen? Ja, der schaut auch gut aus. Jetzt ist es schon. Gut. Jetzt haben wir Wanderlicht, Moment. Das will ich auch nicht. Ja, ihr seht schon, die. Es ist unwahrscheinlich für Möglichkeiten. Dass man damit zurechtkommt, weil so viele Möglichkeiten da sind. Ja. Ja, wir spielen uns jetzt ran, bis es uns gefällt. Bis die Kasche einen richtigen Lichter strahlt.
Ich, so Dorfdisco 22 Uhr. Man kann, ich habe jetzt bloß den zweiten nicht da. Normalerweise mache ich das als mit zwei Lichtern. Da ist ja auch zwei Schultern. Aber wir stellen sie jetzt einfach ein wenig seitlicher. Dann machen wir es jetzt nur mit einer Schulter. Was bin ich? So. Wir müssen natürlich auch, ich sehe es jetzt nicht vom Kamerawinkel her, wann die Lampe ins Bild kommt, weil ich muss, wenn ich das Licht auf Farbe setze, habe ich natürlich nicht so hohe Ausbeute. Das heißt, da muss ich näher mit der Lichtkante ans Objekt ran. Ja, ich bin im Bild. Ja, ja, aber du hast ja hier dann den Ausschnitt im Bild und du siehst ja hier nur, wie dann die Lichtkante kommt. Theoretisch ist ja die Lampe dann weggeschnitten, ne? Wenn du ein Brustbild machst oder einen Revolverschnitt, da ist das ja alles weg. Ich würde gerne ein hochfrontales, ein höheres Licht machen, aber ich kann mit der Decke jetzt nicht weiter hoch. Ihr müsst mir das verzeihen. Es ist aber bloß, wo soll die Reise hingehen? Jetzt steht sie ja seitlich so da, wie man sieht, dass sie hier das Hauptlicht bekommt. Und hier ist, ist schon fast der Rembrandt-Licht. Wenn sie jetzt ein wenig in die Seite, wenn sie jetzt ein wenig vorne hinkommt, kommt irgendwann das Dreieck. Da müsste man frontaler noch ein bisschen herkommen, aber. Ja. Das heißt, die sind ja alle Spuren. Ich sehe es jetzt von hier nicht, ob es jetzt ausfrisst oder nicht. Nein. Oh, schau, schaut auch gut aus, im Scherenschnitt. Und jetzt würde ich hier noch ein Aufhelllicht oder einen Aufheller stellen. Und das setzen wir uns jetzt mal hier an. Was man jetzt auch noch machen kann mit der kleinen Lampe, dass man um das Kinn und den müsste man nur ein bisschen runterdimmen, der ist mir zu stark, weil der ist ja dann schon fast so hell wie das Hauptlicht und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja das nur als Aufhelllicht fahren und man muss auch aufpassen, dass jetzt das Effektlicht ihr nicht ins Gesicht geht, sondern nur auf der Schulterpartie bleibt. Weil sonst verändert sich erstens die Haarfarbe. Ich würde das bloß ganz dezent einsetzen. Das ist jetzt so eigentlich ein klassisches Dreilicht-Setup. Hauptlicht, Aufhelllicht, Effektlicht. Und jetzt müsste man eigentlich noch ein Kopflicht setzen, weil hier wird es mir zu dunkel. Da müsste noch ein Kopflicht drauf und eventuell noch hinten mit einem Normalreflektor von hinten an Spot, dass die Haare hier noch eine Lichtkante bekommen, weil sonst würde das zu stark absaufen. Aber, und jetzt, wenn ich meinem Model sage, sie soll sich drehen, drehe ich mal ins Hauptlicht und jetzt verändert sich ja die komplette Lichtcharakteristik. Wenn ich jetzt auch seitlicher gehe, wird das Licht immer interessanter, weil ich ja mit Licht und Schatten arbeite. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur improvisiert. Das soll einfach nur darstellen, was mache ich mit dem Licht. Wenn ich jetzt weiter weggehe, wird das Ganze breiter aufgezogen und ich kriege mehr Licht auf die anderen Flächen. Drehe ich jetzt mal in das Licht. Stopp. Wenn ich jetzt unten noch hergehe, ihr seht ja den harten Kernschatten unterm Haar. Ich kann jetzt normal mit einem Aufheller, kann ich hier jetzt noch ein. Das ist mir ein wenig zu schwach. Ja. Seitlich. Ja, ich gehe schon auf Plus. So. Ihr seht, jetzt kommt das Licht. Das wird jetzt so dramatisch. Das ist so Greta Garbo. Die hat zum Beispiel, die hat es anders gemacht. Die hat ihr Licht. Aus dem Theater war das früher so, dass du hohe Scheinwerfer gehabt hast. Da hast du diese dramatische Ausleuchtung gehabt, dass du nur von oben so ein dramatisches Licht hattest. Die hat es sogar bei ihrer Haustüre gemacht, dass die über ihrer Haustüre hat sie einen Lichtspot setzen lassen von einem Elektriker, wenn jemand die Türe aufgemacht hat, dass sie den Effekt hatte, wie sie auch auf der Bühne hat. Du kannst mit solchen Lichtern, egal wie ich das jetzt verändere, verändert sich natürlich auch die Lichtcharakteristik. Und du kannst mit so einem kleinen Licht auch schon Effekte machen. Ich kann das natürlich auch totleuchten, komplett ausleuchten, dass es überhaupt keine Schatten mehr hat. Aber ihr seht, egal, wenn ich den positioniere, und den kann ich ja auch mit einem Gewinde an
Du hast ja hier ein Gewinde, du kannst den auf ein kleines Stativ stellen mit einem Kugelkopf und dann kannst du das Licht führen mit dem Kugelkopf, wie du das brauchst. Die Lichtquellen kann ich hier auch verändern. Ich kann hierher gehen.